Die erste Änderung fällt einem direkt beim Start von Camtasia 2020 ins Auge. Und zwar gibt es neben der zuletzt verwendet Liste jetzt neu den Punkt Vorlagen. Camtasia hat neuerdings Vorlagen, die wir uns gleich anschauen werden. Öffnen kann ich diese entweder hier über diesen Punkt oder ich gehe auf Neu aus Vorlage und kann dann in diesem Fenster mit einem Doppelklick diese Vorlage öffnen bzw. mir weitere Vorlagen herunterladen. Ich lande dann auf der Library-Seite von Camtasia, wo es jetzt den neuen Punkt gibt, unter anderem für Vorlagen, also in dem Fall Templates. Hier gibt es noch einige kostenlose Templates, die ich dann einfach mit einem Mouse-Over mir anschauen kann bzw. kostenlos herunterladen kann. Ich wähle die Vorlage mit einem Doppelklick und Camtasia öffnet sich. Wie man sieht, sind schon Sachen sowohl auf der Timeline als auch in der Clip-Auswahl, obwohl ich noch gar nichts importiert habe. Und zwar habe ich auf der Timeline jetzt ein Intro, hier einen Platzhalter und ein Outro. Diesen Platzhalter ersetze ich jetzt ganz einfach durch meinen Content. Dazu importiere ich eine Aufnahme und kann jetzt diese Aufnahme oder auch ein beliebiges anderes Video einfach auf diesen Platzhalter ziehen. Wenn dieser Platzhalter sich grün einfärbt am Rand, lasse ich die Maus los und habe jetzt einige Optionen. Ich wähle Ersetzen und Lücke schließen. Achten Sie bitte darauf, wie es auf der Timeline aussieht. Mein Video ist jetzt hier eingefügt, ist gekürzt oder kürzer als der Platzhalter und wenn ich mir das jetzt angucke, die Übergangseffekte bleiben erhalten. Jetzt muss ich nur noch mein Intro anpassen und ich habe sehr, sehr einfach und schnell A, eine einheitliche Gestaltung und B, die Videos so in der gleichen Form immer entsprechend wieder, sodass ich mein Corporate Design und auch meine generelle Vorgehensweise immer wieder verwenden kann. Ich kann auch selber Platzhalter erstellen. Das können Sie bei einem meiner Seminare lernen.